Yo, ho und willkommen zurück zu einer neuen Yu-Gi-Oh!-Folge. Und zwar werden wir heute über das Set Duelist of Gloom reden, was unter anderem Oldschool-Charaktere wie halt den guten Marek supportet, über den wir heute auch reden werden, explizit halt über, sag ich mal, Götter-Support in Richtung Ra. Kommen wir aber gleich zu des Weiteren, wird es noch Support für den guten Esperoba geben, der meiner Meinung nach noch keinen richtigen Team-Support für Jinzo bekommen hat. Das Ganze wird jetzt mit diesem Set nachgeholt, was ich wirklich sehr cool finde. Also wir haben schon das ein oder andere Mal halt Jinzo-Karten bekommen, aber jetzt nicht in die Richtung, wie wir es halt in diesem Set bekommen. Sieht sehr interessant aus und das Video dazu habe ich gestern aufgenommen. Da komme ich auch zu einem Punkt. Und zwar dieses Video, was ich jetzt hier gerade aufnehme, für halt, sag ich mal, den guten Marek, habe ich gestern schon aufgenommen und ich muss sagen, ich wollte das eigentlich auch hochladen. Allerdings habe ich, oder muss ich ehrlich sagen, das Ganze ist für den Arsch, weil ich bin beim Reden einfach fast eingeschlafen, Leute. Gestern nach Arbeit war ich schon so komplett im Arsch. Dann nehme ich, oder habe ich halt dieses Video aufgenommen mit Jinzo. Da ging das Ganze noch, aber dann beim zweiten Video, also jetzt hier mit den guten Marek und seinem Göttersupport, da war ich, ich bin beim Reden eingeschlafen. What the fuck, das war zu krass. Ist mir auch noch nie passiert, aber eigentlich wollte ich es nicht wegschmeißen. Ich wollte irgendwie so ein kleines Intro davor aufnehmen und das dann hochladen. Also, dass ich so sage, ja Leute, hier, nehmt mir das nicht übel, dass ich wirklich so, sag ich mal, im Arsch bin, etc. Dachte ich mir dann aber vorhin auf der Arbeit, scheiß drauf, nimm es nochmal komplett neu auf. Jetzt schmeiße ich quasi diese Datei weg. Ich kann euch das nicht antun, dass ich da, sag ich mal, so im Arsch bin. Wollte das Ganze euch aber auch nicht vorenthalten. Und von daher dachte mir, ich spreche das Ganze noch an. Und heute ist der 16., wo ich das Ganze hier aufnehme, was ja der Release von Secret Slayers, aber genauso auch von dem Thrasher Deck der Machinas ist, die mir allerdings erst morgen zugeschickt werden. Dazu werde ich dann natürlich auch noch was aufnehmen und in den kommenden Wochen wird dazu natürlich ein Unboxing geben. Werde ich auch nochmal im Collector Monday mit drauf eingehen. Ich würde jetzt allerdings sagen, wir beginnen mit der ersten Karte. Insgesamt haben wir 6 Stück bis jetzt released. Und als erstes haben wir hier Reactor Slime, ist von Attributen Wasser, Typen Aqua, Stufe 4, ATK 500 und 500 Death. Die ist auch vom Artwork sehr angelehnt an die Produktionsmaschine. Wenn ich mich nicht irre, die ist ja eine permanente Zauberkarte, die unter anderem halt Spielmarken, sag ich mal, produziert, wie der Name schon sagt. Für halt den guten Slifer, zumindest war es halt so in der Anime-Serie, wo Yugi gegen diesen Pampomin-Typen gespielt hat und halt Slifer. Das Ganze geht halt in die Richtung und sie hat auch so einen ähnlichen Effekt wie diese Maschine. Und zwar, während deiner Main Phase, du kannst 2 Slime-Spielmarken mit dem Typen Aqua, Attributen Wasser, Stufe 1, ATK 500 zu 500 Death als Spezialbeschwörung beschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzuges keine Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung beschwören, außer göttliche Ungeheuermonster. Und quasi diese Downside mit, dass wir nur noch göttliche Ungeheuermonster danach special bzw. normal beschwören können, ist definitiv gut, weil Spielmarken sind gefährlich, was das angeht. Und das Ganze hier hat quasi keine Kosten. Wir können einfach 2 Spielmarken während unserer Main Phase generieren. Von daher ist das schon sehr gut, dass wir die Downside mit den göttlichen Ungeheuern haben. Und dennoch ein guter Support einfach, ja, für die göttlichen Ungeheuer. Von daher machen wir weiter. Sie hat nämlich noch einen Effekt und zwar während der Battle Phase, Schnelleffekt, du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Setze einen metallischen, reflektierenden Schleim direkt von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof in deine Zaubernfallenzone. Zusätzlich kann er in diesem Spielzug aktiviert werden. Du kannst diesen Effekt von Reactor Slime nur einmal pro Spielzug aktivieren. Und dass wir uns hier metallisch reflektierenden Schleim raussuchen können, könnte es auch interessant machen, Reactor Slime in Palio zu spielen. Schreib es dann in die Kommentare, ist leider hier Stufe 4. Dennoch halt auch Attribut Wasser und Typen Aqua. Könnte das funktionieren? Also könnte man sie für Palio irgendwie verwenden? Schreib's bitte einfach mal gerne in die Kommentare, weil ich habe mich mit Palio zwar schon auseinandergesetzt, da ich halt Frösche mehr oder weniger schon liebe. Es ist ein richtig cooles Thema. Früher habe ich das Ganze halt zusammen mit Monarchen kombiniert, in Richtung Baumfrosch etc. Ja, heutzutage ist es halt mit Palio. Und jetzt mit dieser Karte, eventuell könnte man ja da was machen. Schreibt es in die Kommentare, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Karte. Und dort haben wir Guardian Slime. Sieht vom Artwork auch aus wie so ein Anubis. Also halt in die Richtung Ägypten. Sollte aber klar sein.
Dann hat sie hier den Attributen Wasser, Typen Aqua, Stufe 10, ATK 0 und Death 0. Die Stufe, dass sie hier 10 sind, wird auch nochmal interessant für den Ägypten God Slime, den die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen werden. Werde ich aber auch gleich nochmal mit hier vorstellen. Und zwar kommen wir jetzt erstmal zu deren Effekt hier. Falls du Kampf- oder Effektschaden erhältst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Während der Schadensberechnung, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, du kannst diese Karte nur während dieser Schadensberechnung Death in Höhe der ATK des gegnerischen Monsters erhalten lassen. Ist schon mal so ein, sag ich mal, Kampfausblender. Hieß der Kampfausblender? Ich glaube schon, ne? Den man spashen konnte, wenn ein Monster während der Battle Phase angreift und wir keine Monster kontrollieren. So ein bisschen erinnert mich das hier an diese Karte. Ist halt eine Handtrap. Sogar wenn wir Effektschaden erhalten, ist wirklich cool, dass man das auch noch als Option dabei hat. Finde die Karte sehr interessant. Sie ist halt einfach Stufe 10. Und für so Exis-Plays zum Beispiel könnte das Ganze natürlich interessant sein, um wie eben bereits schon erwähnt auch für das Fusionsmonster, was wir für die Götterkarten dazu bekommen haben. Dann hat sie auch noch einen weiteren Effekt, falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird. Du kannst deine Hand einen Zauber bzw. Falle, der oder die ausdrücklich die Karte der geflügelte Drache von Ra in sein oder ihrem Text ausführt, von deinem Deck hinzufügen. Jeder Effekt ist hier auch once per turn. Und das ist cool, weil wenn sie das Spielfeld verlässt bzw. auf dem Friedhof gelegt wird vom Spielfeld, können wir uns auch noch die Supportkarten für Ra halt von unserem Deck suchen. Könnte durchaus gut sein, eine weitere Sucherkarte für das Thema zu haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Karte und dort haben wir den, wie eben schon angesprochenen Ägypten God Slime. Ist von Attributen Wasser, Typen Aqua, Stufe 10. Hat hier die ATK 3000, genauso hier Death 3000 und bei den Fusionsmaterialien brauchst du erstmal ein Aquamonster, wie gesagt, für Palio perfekt. Und dann noch ein Stufe 10 Wassermonster. Und der metallreflektierende Schleim, also das, oder beziehungsweise die Falle, die zum Monster wird, hat halt die Stufe 10 und ist auch noch Aqua, also perfekt. Des Weiteren hier dieser Guardian Slime, den wir davor hatten, ist halt auch Stufe 10. Daher meinte ich, dass das Ganze natürlich sehr gut kombinierbar ist. Allerdings, Leute, ihr braucht eigentlich keine Fusionskarte dafür, weil muss erst entweder als Fusionsbeschwörung oder als Spezialbeschwörung beschworen werden von deinem Extra-Deck. Und das Ganze, indem du ein Stufe 10 Wassermonster als Tribut anbietest. Von daher brauchen wir nicht mal das eine Aquamonster, wenn wir es regulär, sag ich mal, beschwören würden. Und einfach ein Stufe 10 Monster als Tribut anbieten. Es steht ja nicht mal hier, dass sie eine Grundstufe haben muss. Also man könnte irgendein Monster halt einfach pushen, zum Beispiel in, sag schnell, in Zombies. Dort können wir mit den guten Unizombie ja auch Stufen quasi erhöhen. Das Ganze bei beiden Effekten von Unizombie. Und wenn man halt Ballador, sag ich mal, zweimal mit diesem Effekt verseht, ist er auch schon Stufe 10. Von daher könnte das sogar interessant sein in Zombies. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr den Gedankengang nachvollziehen könnt. Und ja, ist auf jeden Fall von Beschwörungsart sehr einfach zu beschwören. Also die Kosten sind jetzt nicht gerade heftig. Dann machen wir weiter mit ihren Effekten. Und zwar, diese Karte kann als drei Tribute für die Tributbeschwörung eines Monsters verwendet werden. Das hier natürlich soll auf die Götterkarten hinweisen. Damit können wir sie eigentlich direkt aufs Spielfeld ballern. Finde ich sehr cool, dass wir hier Support dafür haben. Dann machen wir weiter. Kann nicht durch den Kampf zerstört werden, ist ein weiterer Schutzeffekt. Dein Gegner kann Monster, die du kontrollierst, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen, außer halt Ägyptian God Slime. Zusätzlich kann dein Gegner keine Monster als Ziel für Angriffe wählen, außer Ägyptian God Slime. Und da der Gegner nur noch ihn angreifen kann, kommt er eigentlich gar nicht mehr durch, weil er kann nicht durch den Kampf zerstört werden. Und alle unsere Monster sind quasi geschützt vor Zieleffekte, weil er halt nur diesen ägyptischen God Slime halt wählen kann. Finde ich cool, die Karte ist wirklich sehr interessant. Und meiner Meinung nach auch so die beste Karte, die wir haben in diesem Support für quasi Ra, in Anführungszeichen Marek, weil das Ganze halt so krass generisch ist, dass wir das sogar in Palio, und wie bereits erwähnt, mein Vorschlag mit Zombies, dass man sie da einbauen könnte. Wir haben ja sogar halt die Super Poli. Ob man das da irgendwie noch kombinieren kann, ist aber ein anderes Thema und da bin ich auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Karte und das sind jetzt auch die Zauber- und Fallenkarten für das Thema. Und zwar haben wir erst Ancient Chant. Ist ein Kartentyp von normale Zauberkarte. Mit dem Effekt füge deine Hand ein, der geflügelte Drache von Ra, von deinem Deck oder dem Friedhof hinzu. Und falls du dies tust,
Während deiner Mainphase in den Spielzug, du kannst ein Monster Tributbeschwörung beschwören, zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung, bzw. deinen Sätzen. Und es ist cool, dass wir hier den geflügelten Drachen von Ra halt searchen können und dann auch noch quasi diese Tributbeschwörung zusätzlich halt haben. Heißt ja quasi, wir können den geflügelten Drachen von Ra eigentlich schon instant aufs Board bekommen. Einfacher geht es schon gar nicht, muss man ja ehrlich sagen. Und dieser Effekt ist natürlich once per turn, dann hat sie noch einen zweiten. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, falls du in diesem Spielzug der geflügelte Drache von Ra als Tributbeschwörung beschworen hast, nachdem diese Karte aufgelöst wurde. Werden seine Grundartika und Death zur kombinierten Grundartika und Death, der als Tribut für die Tributbeschwörung angebotene Monster. Und der Effekt ist hier auch once per turn. Des Weiteren ist es ja so bei Ra, ich kenne seinen Effekt jetzt gerade nicht aus dem Kopf, Leute. Mehr oder weniger eigentlich nur diesen Anime-Effekt, den Marek verwendet hat, weil Götterkarten waren nur in meiner Kindheit, sage ich mal, interessant für mich, was das Spielen anging. Da waren sie halt einfach das Maß aller Dinge, genauso wie Exodia. Aber ich habe mich jetzt so, nachdem, sage ich mal, mit den Anime, jetzt nicht wirklich mehr weiter damit beschäftigt. Von daher, ich glaube aber allerdings, dass Ra seine ATK nur pushen kann, wenn er Life Points sich irgendwie von uns nimmt. War das so? Ich weiß es nicht. Daher ist der Effekt, dass er die ATK und Death der Monster, die für diese Tributbeschwörung halt angeboten wurden, noch dazu bekommt, schon sehr cool, weil da müssen wir nicht unbedingt unsere Life Points, sag ich mal, berühren. Und des Weiteren können wir ihn eigentlich schon fast ins Unendliche halt pushen, was die ATK und Death angeht. Finde ich sehr interessant, die Karte. Und dann kommen wir zur vorletzten Karte, und zwar Millennium Revelation. Ist so ein Kartentyp, eine permanente Zauberkarte mit dem folgenden Effekt. Du kannst ein göttliches Ungeheuermonster von deiner Hand auf den Friedhof legen. Füge deiner Hand ein Wiedergeburt von deinem Deck oder deinem Friedhof hinzu. Du kannst diese offene Karte von deiner Zauber- bzw. Fallenzone auf den Friedhof legen. In diesem Spielzug kannst du der geflügelte Drache von Ra mit dem Effekt von Wiedergeburt als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen, aber lege ihn während der Endphase dieses Spielzugs auf den Friedhof. Du kannst jeden Effekt von Millennium Revelation nur einmal pro Spielzug verwenden. Was ich hier interessant finde, Leute, wir können Wiedergeburt suchen. Heißt das Ganze ist eigentlich generisch, oder? What the fuck? Wir können Wiedergeburt raussuchen mit der Karte? Wir spielen einfach dreimal die Karte und einmal Wiedergeburt und wir haben quasi vier Kopien von Wiedergeburt. Klar, Wiedergeburt ist tot, beziehungsweise diese Karte ist tot, sobald wir Wiedergeburt ziehen. Dennoch interessant, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie krass das sich auswirkt auf das Thema der göttlichen Karten, also mit Ra etc. Im Anime war es halt so, dass man, glaube ich, mit Wiedergeburt oder allgemein so Karten, die die Götter vom Friedhof wiederholen, das irgendwie nur bis zur Endphase war. War das so? Wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit den Göttern nicht allzu sehr aus, weil sie mich jetzt nicht so wirklich interessiert haben. Finde die Karte aber echt krass, wir können Wiedergeburt suchen, what the fuck, und das Ganze generisch, Leute. Heftige Karte, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten, und zwar One with the Sun God. Finde ich vom Namen schon mal sehr interessant, also hört sich sehr cool an. Zumindest im Englischen, aber da hören sich die meisten Namen irgendwie cool an, finde ich zumindest. Und ist hier vom Kartentyp permanente Fallenkarte mit dem folgenden Effekt. Falls du ein Monster kontrollierst, dessen Grundname der geflügelte Drache von Ra ist, du kannst diese Karte in diesem Spielzug aktivieren, in dem sie gesetzt wurde. Das ist schon mal cool, eine Fallenkarte einfach zu aktivieren. In dem gleichen Spielzug ist auf jeden Fall immer eine gute Option, wenn man das so sagen kann, da Fallenkarten halt langsam sind. Und während deiner Mainphase, du kannst Life Points zahlen, sodass du nur noch 100 übrig hast. Ein als Spezialbeschworener der geflügelte Drache von Ra, den du kontrollierst, erhält ATK in Höhe der Life Points, die du bezahlt hast. Und dann einmal pro Spielzug, du kannst einen der geflügelte Drache von Ra als Tribut anbieten. Erhalte Life Points in Höhe der ATK, die er auf dem Spielfeld hatte. Und du kannst halt jeden Effekt dieser Karte nur einmal pro Kette aktivieren. Oder beziehungsweise, du kannst diesen Effekt nicht in der gleichen Kette aktivieren. Okay, auch interessant, dass man diese Downside hier hat. Auf jeden Fall ist es eigentlich das, was ich eben angesprochen hatte, dass man bei Ra die ATK quasi pushen kann, indem man seine eigenen Life Points zahlt. Heißt das Ganze, er hat diesen Effekt nicht. Leute, wie gesagt, ich kenne mich mit den Götterkarten gar nicht aus. Ich bin auf eure, sag ich mal, Hilfe angewiesen, was die ganzen Götterkarten so können. Ich weiß noch, ich hatte früher die Götterkarten mit den Hintergrund. Bei Oberlist zum Beispiel war es lila, bei Ra gelb und bei Slifer rot. Genau diese hatte ich. Ich habe ja in der TIN auf jeden Fall die Götterkarten gezogen. Ich müsste mir das mal durchlesen, aber ich würde das gerne von euch hören, weil ich halt mich immer freue, wenn ihr Kommentare schreibt. Ich denke mal, das wisst ihr aber. Und mich würde es freuen, wenn ihr einfach mal eure Meinung zu den Support für hier Marek bzw. den Göttern einfach mal in die Kommentare schreibt.
Und wie gesagt, es wird die Tage, ich glaube übermorgen, wenn ich das so im Kopf habe, wie ich das geplant habe, der Support für Aspirober, den ich sogar ein bisschen cooler finde, wegen halt einfach Jinzu ist auch die einzige, beziehungsweise das einzige Maschinenthema, weil es jetzt eins geworden ist, was ich feiere, weil es mehr in die Richtung, sag ich mal, Cyborg geht und Jinzu ist halt einfach eine nostalgische Karte, von daher muss man das einfach feiern, eigentlich diese Karten auch, weil es halt Nostalgie pur ist. Dennoch würde ich mich einfach freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen aktiven Daumen nach oben da lasst. Wenn es euch allerdings nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen aktiven Dislike da lassen. Bitte auch nur dann, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wiederschauen und rein da!